Hiho Leute, hier ist euer Michel. Ich wünsche euch frohe Ostern, einen Osterrennsonntag mit Project Cars. Hat sich eine Abstimmung sehr deutlich durchgesetzt. Kein Wunder bei diesem Auto. Zackspeed Capri Group 5 gegen die BMW 320 Turbos. Und wir sind in Brünn unterwegs. Startphase. Die Strecke, die ja lange Zeit auch nicht gezeigt werden konnte. Oder eine der Strecken, die lange jetzt nicht gezeigt werden konnte, weil es halt noch Lizenzverhandlungen gab. Gab es über das Forum so ein Embargo, dass man die halt nicht in Videos zeigen durfte. Aber sie wurde durchlizenziert und wird dann auch im fertigen Spiel so da sein. Ja, und wir fahren hier 7 Runden. Einfach eine richtig geile Kiste hier. Der Zackspeed Capri, glaube ich, zum 2. oder 3. Mal auch schon zu Gast im Rennsonntag. Keine Wunder, da kann man auch nicht genug von bekommen, von diesem Zischen hier. Ich halte mal ganz kurz den Mund. Auf jeden Fall mit eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Und diese Anzeigen einfach hier auch, diese, wie in so einem alten U-Boot, alle möglichen Kreiseltachos hier im Cockpit. Ganz prominent in der Mitte hier und am Lenkrad, Drehzahlanzeige, die RPM bis 9000 geht es hier hoch, wir schalten noch extrem spät, wir fahren hier die Gänge mega lange aus, ihr seht es hier, 165, gerade mal im zweiten Gang hochgeschaltet. So, ich sag schon mal sorry dafür, dass ich hier nicht mit dem Shifter fahre. Das Problem ist, ich habe den halt direkt am Lenkrad angeschlossen. Den Shifter, wir sind halt hier ganz lame mit Schaltwippen unterwegs und da wird er leider bei Project Cars noch nicht erkannt momentan. Ich müsste das mit USB wahrscheinlich machen, habe aber leider keinen Front-USB mehr frei. Ich habe da bloß 2 Schnittstellen, die brauche ich dann für Mikrofon und fürs Lenkrad. Und da müsste ich dann irgendwie eine Verlängerung nach hinten legen. Eine aktive USB-Verlängerung, damit der Shifter da vernünftig funktioniert. Muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hinbekomme. Weil das wäre natürlich bei so einem Auto jetzt schon ganz geil gewesen, wenn man auch wirklich mit dem schönen Shifter, den ich hier habe, da schalten würde. Hoppala. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Leider geht das Force Feedback in solchen Situationen, wenn der so ein bisschen ins Untersteuern oder Rutschen kommt, das geht halt leider komplett verloren. Das ist eine Sache, die bei dem TX-Wheel und Project Cars noch nicht so super optimal ist. Das ist bei anderen Spielen, so wie Assetto Corsa oder der R3E, ein bisschen besseres Gefühl, wenn es in der Seitenlage reingeht. Und Lastwechsel und so stattfinden. So, da vorne kommt einer ein bisschen sehr weit raus. Gucken wir mal, dass wir da vielleicht angreifen können. Hoppala, so, früh auf dem Gas sein, Platz 5 momentan. Die KI hat sich auch ganz schön eingepegelt schon hier. Wir brauchen ja meistens immer so eine Runde. Alter, 240 noch im 4. Gang unterwegs. Die brauchen ja meistens so eine Runde, um ein bisschen in den Trott reinzukommen. So, der schiebt sich hier wieder innen rein, aber jetzt ist der andere hier vor, der auch ein bisschen Probleme hatte im Zweikampf. Hoppala, haben wir den da berührt? Ja, ein bisschen. So, wir haben hier die ganz klassische Gulf-Lackierung. So mit Orange und Blau, also wer das Auto gerade... Oh, rechts ist auch noch einer. Wer das Auto gerade in der Replay-Cam suchen sollte. Ja, die kämpfen sich immer wieder zurück hier, das macht gerade echt Spaß. Ich mag diese tschechische Strecke hier, da lagen ein paar Reifenstapel. Von der Charakteristik sagt mir diese jetzt zu, die Höhenunterschiede hier teilweise, man fährt so ein bisschen in Senken wieder rein. Man hat sehr viel Platz zum Fighten, man hat auch relativ viele Überholmöglichkeiten vergleichsweise. Und ja, diese ganze Atmosphäre mit den Naturtribünen und so, echt schön. So, die Ladedrucknadel, die zuckt da immer hin und her. Das ist dann die links vom Drehzahlmesser in der Mitte. So, hier ist auch... Ja, ja, ich bin schon dabei. Go, go, go. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier liegt alles Mögliche auf der Straße rum. Was machen die denn hier? Es wird so dunkel, wenn man nach hinten guckt. Es dunkelt so ab. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. So, ich musste auf jeden Fall mein ganzes Lenkrad wieder neu belegen, weil es gab zwischendurch wohl ein Update. Auch eine Profil-Reset. Ich musste alles neu einstellen, mich neu anmelden und so. Also sind wir auch, glaube ich, von den ganzen Einstellungen her soweit komplett aktuell, weil ich jetzt alles neu machen musste. Ja, jetzt ist es wieder bis Mitte Mai doch nicht mehr so lang, ne? Jetzt haben wir schon wieder Anfang April. Knapp einen Monat noch, ne? Ich hoffe mal, dass das dann die letzte Verschiebung war. Dieses Zischen. Schön. Ja, ich habe es doch auch mal schön sonnig eingestellt. Ist ja Ostern, ne?
Guck mal, einige von euch, vor allem Familien mit kleineren Kindern, die gehen wahrscheinlich auch noch in den Wald irgendwie Eier suchen. Ist bei mir schon seit ein paar Jahren vorbei. Die Annie ist heute leider auch schon wieder abgereist am Sonntag, weil die Busse, die Fernbusse, die fahren leider nicht. Hoppala. Die fahren leider nicht. Was Spot, da redet mal wieder dazwischen. Die fahren leider nicht am Montag, am Ostermontag. Da fährt gar kein einziger Fernbus. Weder OneBus noch ADAC-Postbus noch sonst irgendwas. Und die Nissan GT-R vom Nürburgring, den konnten wir leider nicht mitnehmen. Das gibt manchmal auch, bei Instagram hatte ich halt ein Bildchen gepostet, da war die Annie halt zu sehen halt. Die haben ein Foto gemacht vor dem GTR in dieser Nismo-Lodge da, auf dem Ringboulevard. Da fragen dann wirklich Leute, wenn du bei Instagram so ein Foto hochschmeißt, ob wir den GTR gekauft haben. Natürlich! YouTube-Money for the win. Habe ich natürlich dicke für einen GTR. So, Platz 3 momentan. Wir kämpfen uns noch ganz gut nach vorne hier. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viel auf dem Gas ist, weil der Zugspeed Cup rutscht schnell weg. Aber das Feedback ist soweit noch so da, dass man es abschätzen kann, wann das Heck dann rundherum kommt. So, Halbgas auf jeden Fall gerade. Ab und zu sehen wir hier so ein bisschen diesen Helmvorsprung. Ich kann nochmal hier mit dem Manettino, kann ich nochmal ein bisschen die Ansicht verstellen. Was habe ich mir da drauf belegt? Dieser kleine Ferrari, Knopf. Mit meinem Ferrari, glaube ich, Stabilitätskontrolle oder sowas einstellt, kann ich halt hier so zack, 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 mich das Geschehen ein bisschen näher ranholen, wenn ich das gerne möchte. So, schnellste Runde bis von heute bisher. So, spät, runterschalten, Stabilität ins Auto bringen. Ja, so, und auf jeden Fall wird es dann auch Anfang der Woche noch Gameplay geben mit dem neuen Lenkradaufsatz, der kam jetzt noch pünktlich gestern an zu Ostern. Das Ferrari F1 Wheel Add-on für das TX Wheel. Da werde ich mal gucken, was ich mache. Ich habe schon überlegt, vielleicht Formel 1 2014 mit der 2015er Mod oder sowas. Also da fällt mir sicherlich irgendwas ein. Oder auch Formula A bei Project Cars oder eine Formel 1 Mod bei Assetto Corsa. Dass wir mal schön mit Formel 1 Lenkrad was fahren. Jetzt freue ich mich besonders auf F1 2015. Zumindest, naja. Ich hoffe noch, dass es gut wird. Es wurde ja viel versprochen jetzt wieder. Grafik hat sich nur minimal verändert in meinen Augen. Aber es gab so viele schöne Schmankerlversprechen. Somit, es gibt jetzt Siegerehrungen und Atmosphäre und überhaupt. Und Physik ist nochmal vehement verbessert worden. Also da bin ich gespannt drauf auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es sich ein bisschen anders fährt, ein bisschen neuen Charakter bekommt als die vergangenen Formel 1 Teile. So, wir haben uns ein bisschen festgebissen auf Platz 3. Ich versuche mal ein bisschen noch die Linie zu optimieren, dass wir vielleicht da vorne nochmal ein bisschen rankommen. Hoppala, ja, da kommt er schnell ins Rutschen, wenn es hier den Hang runter geht. Ich bin hier auch bei Schiff 2 sehr gerne gefahren, die Strecke schon. Also hier liegt immer noch das ganze Korbzeug rum. Weil die Frage öfter mal kommt in den Kommentaren unter Project Cars Videos, ob Schiff denn noch in den Genen drin steckt, auf jeden Fall ein bisschen. Aber das Handling hat sich doch schon deutlich verändert im Vergleich zu Schiff 2. Grundsätzlich ist es ja eigentlich nur die Madness Engine, die die Spiele verbindet. Vom Handling muss ich echt sagen, es ist im Laufe der Entwicklung mehr und mehr verschwunden. Dieses Shiftige, dieses surfige, schwimmige Gefühl. Manchmal, gerade wenn so Traktionsverlust ist, dann ist es nochmal da, dann kommt es immer wieder. So hier jetzt zum Beispiel, wenn du halt so ein bisschen über die Kurve schwimmst, über die Curve schwimmst, dann ist es nochmal ab und zu ein bisschen zu merken, aber halt wirklich nicht extrem. So, einer ist gerade schon in die Boxengasse gefahren. Ich weiß nicht, ob der da ein Problem hatte. Hoppala. Wahrscheinlich ein Defekt, weil regulär fahren die hier, glaube ich, nicht in die Box. So, wir fahren jetzt gerade schon um Platz 2. Hoppala. Mal ein bisschen dranhängen hier. Runde 5 von 7. Kurzer Lag hier an der Stelle. Da liegen überall die Reifenstapel. Was haben die denn hier gemacht? Was haben die hier veranstaltet? Oh, jetzt drehen wir uns. Hoppala, das geht in die Leitplanke. Ja, da war dieser kurze Moment, wo man dann einmal zu doll auf den Gas getippt hat. Man verliert da so ein bisschen, kommt ein bisschen Routine rein, dann verliert man so ein bisschen das Gefühl fürs Auto an der Stelle. Da geht der Rote hier vorbei. Ja, die Handbewegung ist immer noch ein bisschen komisch, als wenn er winken würde, ne? Wenn er umgreift. Auf der Seite geht's, auf der anderen komischerweise nicht.
Wenn man nach rechts fährt, dann passt das soweit mit dem Lenkrad-Einschlag mit den Händen, aber wenn man halt nach ganz doll links lenkt, dann fängt er da mal so ein bisschen an zu winken, was immer ein bisschen komisch aussieht. Hier bleibt er weitestgehend schon dran. Auch wenn man noch weiter lenkt, dann ist das soweit schon realistisch. Beziehungsweise sieht das gut aus, so rum. Voilà. Ah, der hebt da fast ab, ein bisschen. Ein bisschen komisch aus gerade, was der Kollege da gemacht hat. So, noch zwei Runden gleich. Ich bin, glaube ich, sehr spät gewesen gerade. Hoppala, ja, ich muss später auf der Bremse. Verlieren wir noch einen Platz. Wir hatten gerade ums Podium gekämpft. Ist ein bisschen schade. Jetzt versuche ich nochmal, die beiden vor mir nochmal anzugreifen hier. Was Brünn so ein bisschen fehlt, ist so eine richtig lange gerade. Ist ja noch ganz cool. Wenn man den Carpi nochmal so richtig ausfahren kann. So, am Limit raus beschleunigt, sonst hätte er sich fast weggedreht hier. Das ist schon kurz ein bisschen lupfen. Ja, bei Project Cars, ich sag Project Cars eigentlich schon, bei Race Room Racing Experience gibt es die Klasse ja auch. Die Group 5, eben mit den gleichen Autos. Da würden sich vielleicht nochmal Vergleiche anbieten, vor allem auch beim Zackspeed Capri mit dem Sound und so. Und bei R3E werden ja auch noch ein paar andere Autos dazukommen. Diese Fab Car, was auf so einem alten Porsche aufbaut. Nissan GT-R 3000. Wie ist der? Nissan Skyline GT-R 3000 heißt der, glaube ich. Alter, Nissan Group 5. Also die Klasse wird da ein bisschen weiter aufgestockt und ich glaube noch ein weiteres Fahrzeug, was mir gerade nicht einfällt. Also da wird die Group 5 noch ordentlich Nachschub bekommen. Mal sehen, ob Project Cars in Form von DLCs auch noch ein bisschen nachlegt. Und auf jeden Fall noch eine Empfehlung. Heute um 18 Uhr kommt der letzte Key. Also ich habe auf Facebook gerade ein Gewinnspiel laufen. Da gibt es immer um 14 und 18 Uhr über Ostern jetzt... werden so ein paar Keys einfach rausgehauen. 14 Uhr immer zwei 500 Virtual Racing Points Keys und um 18 Uhr gibt es komplette Pakete. Und zwar DTM und ADAC GT Masters. So, ich habe fast den Platz wieder verloren gerade. KI wird hier immer stärker, habe ich das Gefühl. Je länger das Rennen geht, desto schneller werden die. Ich habe auch übrigens hier den kompletten Reifenabrieb und Benzin und alles an. Also... natürlich ist der Tank sehr voll, wir sehen es. 31,8 Liter sind da noch drin. Wird er sehr unruhig beim Anbremsen hier bei einer Kuppe und da kriegen wir von hinten einen kleinen Stoß, aber der zieht dann relativ schnell wieder zurück. Ja, ich glaube nicht, dass wir da vorne noch rankommen. Und ich glaube, das sind gar keine Liter, das sind, glaube ich, Runden. Das sind komplette Runden, die der Sprit hier anzeigt. Jetzt sind die auf einmal so schnell da vorne. Rutscht er fast wieder weg. Ich hoffe, dass die beiden in dem Kampf noch vielleicht einen Fehler machen und der ein oder andere hier nochmal rausfliegt, aber boah, das Feld hat sich jetzt doch schon extrem weit auseinandergezogen. In diesem relativ kurzen Rennen, das mag ich nicht so gerne. Alter Schwede. Sehr weit raus. Ja, ich glaube, nee, das sind doch Liter. Sonst wäre der jetzt, glaube ich, noch nicht bei 30,0. Ich dachte, das wären jetzt Runden, aber tatsächlich ist es hier eine Literangabe. Verbrauch. Ich glaube, wenn man hier dieses technische Dashboard sich anzeigen lässt mit diesen ganzen Metadaten da, mit PS, die anliegen und so, dann können wir, glaube ich, sogar den Verbrauch sehen. Ich habe die Taste, glaube ich, gerade nicht belegt dafür. So, unsere kleine Maschine hier. Wollen wir mal die letzte Runde hier nach Hause bewegen. Es kommt heute auf jeden Fall noch eine Folge Fast and Furious im Laufe des Abends. Hoppala. Jetzt in die Senke zurück. Ja, wir holen, könnten, glaube ich, wieder ein bisschen aufholen. Die kämpfen da vorne sehr stark, die beiden, aber es wird nicht mehr reichen. Jetzt eine Runde, zwei Runden länger, dann hätten wir sie vielleicht... schnappen können, aber so wird das leider nichts mehr. Ja. Oh. Aus Versehen gedruckt gerade. Ja, nicht, dass er da reinzieht. Ich bin gerade sehr vorsichtig beim Anbremsen. Ich will nichts noch wegschmeißen, das Auto in der letzten Kurve. K
kenne ja diesen Fluch beim Rennsonntag hier, deswegen bin ich da gerade ein bisschen vorsichtig. Und jetzt geht's auch statt Ziel ins Ziel. So, da sind wir durch. Und es geht direkt zur Abstimmung. Bis gleich. In einer Woche geht's weiter am Sonntag um 16 Uhr. Ich habe euch drei neue Möglichkeiten zusammengestellt für die Auswahl. Zum einen natürlich hier Project Cars mit der Formula C auf dem Azur Circuit, also in Monaco. Richtig schön umgesetzte Strecke hier in der Formelklasse. Auf jeden Fall interessant. Oder zweite Möglichkeit Camaro GT3, ADAC GT Masters 2014 in Suzuka. Sehr interessante Kombination. Dafür Hashtag R3 in die Kommentare. Oder auf dem dritten Slot hier nochmal Assetto Corsa. Zweite Chance für den Alfa Romeo 4C in Monza, dafür Hashtag AC in die Kommentare. Und euch wünsche ich noch eine schöne Freizeit, genießt noch den Ostermontag. Wir sehen uns dann wieder, ciao!